herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus zur Lesung und Gespräch mit Irina Liebmann und ihrem neuen Roman Die große Hamburger Straße. Vom Brechthaus in der Chausseestraße aus betrachtet liegt die große Hamburger Straße gerade einmal einen Kilometer Luftlinie entfernt, eine trotz ihres Namens eher kleine Straße im alten Viertel von Berlin-Mitte. Irina Liebmann hat ein beeindruckendes literarisches Porträt dieser Straße verfasst als eines Ortes, in dem sich die Historie und der gegenwärtige Wandel Berlins auf einzigartige Weise verdichten. Das gilt auch für das schwärzeste Kapitel deutscher Geschichte, den Holocaust, der in der Erinnerung an die vielen deportierten und ermordeten jüdischen Bewohner der großen Hamburger Straße in all seiner Grausamkeit erfahrbar wird. Die Erzählhaltung des Romans ist fragend aus der Perspektive der Gegenwart heraus, recherchierend und dokumentierend, mitunter auch autobiografisch berichtend. Man kann von einer künstlerischen Forschung sprechen, die Irina Liebmann mit den Mitteln der Literatur betreibt und von der ihr Roman Auskunft gibt. Mehr noch als ein Berlin-Roman ist die große Hamburger Straße ein großer, mit großer persönlicher Anteilnahme verfasster literarischer Dokumentarroman. Das Gespräch mit Irina Liebmann führt die Schriftstellerin und Publizistin Annett Kröschner. Auch für Annett Kröschners literarisches Arbeiten ist die dokumentarische Form charakteristisch. Auch Annett Kröschner hat ein Faible für aufwendige Recherchen und das Studium in Archiven. Sie teilt zudem die Faszination an der Geschichte Berlins, an den historischen Schichten dieser Stadt und ihren Überschreibungen. Dafür steht beispielsweise auch ihr jüngstes Buch mit dem Titel Berliner Bürger, Sternchen, Stuben, Palimpseste und Geschichten. Die Gesprächskonstellation Irina Liebmann, Annett Kröschner könnte also günstiger kaum sein. Mein Name ist Christian Hippe, jetzt gehört dem Podium das Wort. Ja. Hallo Irina Liebmann. Ich werde Sie kurz vorstellen. Sie sind in Moskau geboren und haben in Leipzig Sinologie studiert, aber den größten Teil Ihres Lebens haben Sie in Berlin verbracht. Seit 1975 sind Sie freie Schriftstellerin und schreiben Theaterstücke, Prosa, Hörspiele, aber auch Poeme. Sie wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Berliner Literaturpreis und mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2008. Das war das Buch über Ihren Vater, den jüdischen Kommunisten und ersten Chefredakteur der Berliner Zeitung, Rudolf Hernstadt. Das Buch hieß Wäre es schön, es wäre schön. Ich erinnere mich, das war vor 12 Jahren, dass Sie hier gelesen haben aus dem Buch. Und es war wahnsinnig voll und die Leute kamen nicht rein. Und ich weiß, ich habe oben gesessen, so ganz eng beieinander. Jetzt sind wir hier alleine und ja, draußen geht aber die Welt weiter, als wäre nichts passiert. Das ist auch interessant. Es ist Tag und ich bekenne gleich zum Anfang, dass ich glaube, dass ich mich für Berlin und für diese Geschichte Berlins interessiere, hat auch ein bisschen mit Ihnen zu tun, weil ich bin genau vor 37 Jahren nach Berlin gekommen und habe damals aus Magdeburg ein Buch mitgebracht, was ich bis dahin noch nicht gelesen hatte. Das hieß Berliner Mietshaus und war von Ihnen. Und ich bin sozusagen Berlinerin und Prenzlauer Bergerin mit diesem Buch geworden. Und auch diese Art und Weise, wie es geschrieben war, wie es recherchiert war, da habe ich viel mitgenommen für eine Arbeit oder für ein Schreiben, was ich quasi dann eigentlich viele Jahre später erst gemacht habe. Aber das war so ein Buch, was ich auch dann später, wenn ich irgendwie in Unis über meine Arbeit gesprochen habe, über die Arbeit des Schreibens auch oft mitgenommen habe, um zu zeigen, wie man sowas machen kann. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir das jetzt hier zusammen machen. Und ich würde es auch gerne so ein bisschen in Richtung eines Werkstattgesprächs führen. Also zu fragen, wie macht man Bücher, wie recherchiert man und was kommt dann dabei raus am Ende. Und hier ist es auch interessant, weil es gibt ja quasi mehrere Bücher, die sich mit dem gleichen Thema befassen von Ihnen. Also ich habe jetzt auch noch mal ein paar mitgebracht. Es gibt den Roman in Berlin, 1994, glaube ich, erschienen. Ja, dann 10 Jahre später Die freien Frauen und 2002 hier noch
Stille Mitte von Berlin, eine Recherche rund um den Hackeschen Markt. Und überall taucht auf auch die große Hamburger Straße auf, mehr oder weniger. Und es gibt auch Figuren, die in dem Roman eine Rolle spielen. Eva zum Beispiel, die auch in den anderen Büchern vorkommt. Und wenn man guckt, dann denkt man, es ist wahrscheinlich die gleiche Person. Ne? Cornelia Geisler hat in der Berliner Zeitung geschrieben, die große Hamburger Straße ist so etwas wie ein Lebenswerk der Irina Liebmann. Das Buch funkelt von ihrem Geist. Wieso die große Hamburger Straße? Also erstmal freut mich, dass Ihnen das Buch Berliner Mietshaus so früh schon gefallen hat und dass es einen Eindruck gemacht hat. Ich habe ein paar Mal Menschen getroffen, das konnte ich gar nicht glauben, die haben mir gesagt, sie waren in der DDR-Provinz und haben dieses Buch gelesen und da wollten sie bloß noch nach Berlin, weil sie hatten die Vorstellung, dort ist man freier, gerade im Prenzlauer Berg. Das hat sich ja irgendwo auch bewahrheitet. Ja. Hm. Und da habe ich mich jedes Mal sehr gefreut. Jetzt freue ich mich auch, wenn Sie das sagen. Ja, warum die Hamburger Straße? Ich wohnte zuerst nach dem Studium, ich habe ja in Leipzig studiert und ich wollte immer nach Berlin zurück, weil wir haben ja in Berlin gelebt mit meiner Familie, also Familie meiner Eltern, und mussten dann 1953 weg, weil mein Vater wurde aus der Partei ausgeschlossen und wir mussten alles verlassen, wir hatten also eigentlich nichts mehr. Und nach Merseburg, und ich war die Älteste von uns Kindern, für mich stand immer fest, ich gehöre nach Berlin, ich muss wieder nach Berlin. Und das habe ich sofort nach dem Diplom auch gemacht und habe da was gesucht, zum Arbeiten erstmal überhaupt anzukommen. Ja, und habe zuerst auf dem Hof gewohnt, in der Gegend, in der ich jetzt wieder wohne, an der Spree da hinten am Märkischen Museum. Das ist ja die älteste Berliner Gegend, war eine furchtbare Wohnung. Und dann in der Wilhelm-Pieck-Straße, die jetzt Torstraße heißt. Und da musste man ja oft, also vom Hackeschen Markt, von der S-Bahn, sich den Weg abkürzen. Und da ging ich durch die große Hamburger. Mir war das alles neu. Ich kannte diesen Teil von Berlin überhaupt nicht. Als ich noch ein Kind war, in Berlin gewohnt haben, da war das in Pankow. Und dort, das war für mich so, wie es eben ist, wenn man was entdeckt. Ne? Also Entdeckung, was ist das? Und diese Straße fand ich von Anfang an geheimnisvoll und besonders. Das habe ich auch mehrfach geschrieben. Ich fand sie besonders und dachte auch nach dem Buch Berliner Mietshaus, dass ich jetzt etwas über eine Straße schreiben will. Das hatte auch den Grund, dass die Leute in dem Haus, es waren ja eigentlich zwei Häuser, die zusammengehörten. Also ich hatte jedem, der da porträtiert wurde, sein Porträt gezeigt und er hat es auch unterschrieben. Ich hatte wahnsinnige Skrupel, das so authentisch, ja, obwohl die Namen verändert waren, zu veröffentlichen. Und ich habe später dann gemerkt, dass die alle rumgerätselt haben, wer ist das und das muss der sein und das der und das der. Und welches es, Haus auch. Ja, und es geht ja bis heute so weiter und also es war mir furchtbar, also sowas wollte ich nicht. Und gleichzeitig habe ich natürlich festgestellt, das haben Sie bestimmt auch bei Ihrer Arbeit festgestellt, die Wirklichkeit lässt sich nicht übertreffen. Ja? Mhm. So wie das Leben die Geschichten formt, das kann man gar nicht. Wenn man es selber machen würde, käme es allen Leuten ausgedacht vor. Und es ist unfassbar, wie das Leben der Menschen läuft, auch unser Leben. Also das kann man sich nicht ausdenken, davon war ich überzeugt. Also dachte ich, das mache ich jetzt über einen Ort, der also größer ist, nicht zu groß und wo sehr viel Geschichte vorkommt. Und dann muss ich eigentlich freier sein können als Erzähler, weil die Leute ja sich nicht wiedererkennen können. Und das war vollkommen falsch, weil ich dann festgestellt habe, in dieser Straße, das war überhaupt das Ende der Welt. Das ist wie ein Dorf damals gewesen, also jeder kannte jeden und das war schlimmer als im Prenzlauer Berg. Auch sowas Kleinbürgerliches und also da spielte schon die Geschichte auch eine große Rolle. Ich wurde ja eigentlich ständig belauert und habe
oft aufgehört dann, weil ich das irgendwie, ich hatte die Kraft nicht mehr, weil einem da natürlich auch viel mehr erzählt wurde, was wirklich schrecklich war, was mit der Nazi-Zeit zusammenhing. Und ich war eigentlich immer dabei, das wieder hinzuwerfen. Das erste Mal schon, als ich in den Westen ging und das Buch in Berlin schrieb, da ist das ja auch im Grunde drin, dass ich das hinter mir lassen will. Ja? Das kommt vor mit Recherchen und am Ende steht ja da, ich hätte alles weggeworfen, das Ganze. Habe ich nicht gemacht, aber es war mein Wunsch. So, und das war eigentlich der Grund. Und dieses merkwürdige Gefühl, und ich hoffe, dass sich das herstellt in dieser Straße. Am Ende habe ich es dann auch begriffen, hier in diesem Buch. Was ist das eigentlich, dieses Anziehende? Ja? Mhm. Und das ist schon, finde ich, das Zuhause. Ja? Die Leute fühlen sich da zu Hause. Ich fühlte mich da zu Hause. Ich habe da Freunde gefunden. Es ist was, was sonst, andere haben das vielleicht woanders, aber in Berlin und gerade auch mit diesem Schrecken und mit allem, was da war und der Schönheit, ist das für mich also etwas. Und dann war das Problem, da ich so lange recherchiert habe und eben verschiedene Bücher da schon drüber weggegangen sind, Haufen von Material, wie man das machen kann. Ich wollte es eigentlich gar nicht nochmal machen. Das verdanke ich Klaus Schöffling, dass der dann sagte, ich soll das unbedingt machen, er glaubt daran und ich soll mich nochmal hinsetzen. Und dass ich plötzlich eine Möglichkeit gesehen habe, das anders zusammenzufassen. Ja? Mhm. Also in der FAZ stand vor ein paar Wochen so eine Rezension, die völlig daneben ist. Im Grunde die Rezensentin war irgendwie auch enttäuscht, weil sie hat gedacht, dass ich jetzt Haus für Haus bespreche. Also ich meine, das ist eine Idee, also da fehlen einem die Worte. Ich glaube, die wollte ein anderes Buch lesen, oder? Ja, na, selbstverständlich. Das wollen ja viele, bloß Haus für Haus, da wäre ja gar nichts rausgekommen. Ich meine, da hätte ich also Material geschüttet und gestapelt und verbunden und es wäre so traditionell und langweilig auch geworden, weil ich meine, die Zeit verändert sich. Das sieht man ja auch an den Büchern. Ich habe jedes Mal versucht, sozusagen das Buch zu schreiben, das ich heute lesen will, selber. Ja. Und daran merkt man eben an diesen Schichten, wie die Zeit vergeht. Obwohl Ort und Thema dasselbe sind, ist was anderes dran. Und hier war wirklich in der Zusammenfassung, da wollte ich, dass der Leser das empfindet, diese Frage, diese Antwort, ja, was ist daran besonders, ja? Ja. Wenn ich erzähle, das ist geheimnisvoll, was ist denn daran? Also sie hat gesagt, das ist geheimnisvoll, ja. Was soll das sein? Und dann kann man irgendwie noch irgendwelche Mätzchen machen, davon wird das auch nicht geheimnisvoll, ja. Und genauso mit anderen Behauptungen. Und so sind ja in dem Buch keine Behauptungen über den Ort drin. Ich möchte, dass man am Ende den Zauber empfindet. Und wieder nicht weiß, was ist es eigentlich. Ja? Hoffe ich. Ja. Ich weiß nicht, was Sie sagen. Wir können ja noch drauf kommen, was es auch unterscheidet von den anderen Büchern, dieses, wie es gemacht ist. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Straße eingehen. Ja. Einfach für Leute, die Sie nicht kennen, weil wir jetzt auch nur einen kleinen Ausschnitt aus natürlich. Ihrem Buch machen können. Also 400 Meter lang, 40 Grundstücke, Häuser aus dem 18. Früh oder frühen 19. Jahrhundert zum größten Teil, zwei stumpfe Ecken. Das beschreiben Sie auch sehr schön. Naja, stumpfe. Also es geht nicht weiter. Früher waren es Ecken. Nicht? Dann sage ich, zu unserer Lebzeit waren genau diese Eckgrundstücke frei. Da war was zerbombt. Ja. Und zwar auf allen vier Ecken. Das fand ich ja so rätselhaft. Ja? Jetzt sind es wieder normale Ecken, keine stumpfen Ecken. Aber man kann halt nicht durchgucken, ne? Sondern es waren immer die Straßen, die danach... Querstraßen, die dazukommen, da geht es nicht weiter. Also die Straße hatten natürlich. Ja, auf der anderen Seite schon. Da ist der Koppenplatz und noch ein kleines Stückchen Ackerstraße. Es endet, wird abgeschnitten von der Oranienburger. Da stehen Häuser davor. Aber es ist sozusagen eine Straße, die man überschauen kann. Ja, ja. Wie viele andere eben halt nicht. Ja. Und es gibt die vier zerstörten Ecken, hatten Sie schon gesagt. Und das Besondere an der Straße war, dass dort Juden, Protestanten und Katholiken auf engstem Raum zusammengelebt haben.
Heute sieht man das nur noch an wenigen Sachen, aber es gibt noch das katholische Krankenhaus, das Hedwigskrankenhaus, die evangelische Kirche, die Sophienkirche und die jüdische Schule. Mhm. Und es befand sich dort das Sammellager für Juden, die auf den Transport nach Osten in die Vernichtungslager geschickt worden sind. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo sie sich so auf eine sehr vorsichtige Weise auch diesem Punkt nähern. Ja, ja, also ich will nochmal sagen, dass Juden, Protestanten, Katholiken zusammenlebten, war in Berlin normal. Ja, überall. Ob nun in den Villenvierteln und so, die Religion spielte einfach gar nicht diese Rolle, jedenfalls im 20. und Ende 19. Jahrhundert überhaupt nicht. Dort ist das Besondere, dass von diesen drei Religionen richtige Formulierungen da sind. Nicht? Ein riesengroßes katholisches Krankenhaus mit einem Stift auch auf dem Gelände der Schwestern, eine protestantische Kirche, das war einmal eine Hofkirche, die dritte Hofkirche Berlins, und der jüdische Friedhof und eigentlich auch offenbar das erste jüdische Gemeindehaus. Das nehme ich an, nachdem ich das so gefunden habe. Nicht? Ja, das ist das Besondere, dass das richtig sichtbar war, nicht? Dies nebeneinander. Wie lange haben Sie eigentlich recherchiert in den 80er Jahren? Ach, unendlich, ich will das gar nicht sagen. Also ich habe 83 habe ich angefangen. Ich habe damals begonnen, das war auch so traurig. Ich hatte dieses Buch Berliner Mietshaus gemacht und mit dem Mitteldeutschen Verlag, dort ist das ja erschienen, ausgehandelt, dass ich ein Buch machen will, wo Fotos sind und Texte dazu. Weil ich habe, als ich noch in der Wochenpost Reportagen schrieb, da ist mir aufgefallen, dass die Fotografen immer so viel erzählen, wenn sie von irgendeiner Reportage kommen, also zu den Bildern. Und das ist gar nicht sichtbar auf den Bildern. Ja? Die haben wunderbare Sachen erlebt. Und dasselbe habe ich gesehen in einem Buch, dieses großartigen sowjetischen Fotografen Chaldei, der hat auch seine Bilder kommentiert. Und damit kriegen die ja, wenn sie das kennen, eine völlig andere Dimension. Also da kommen mir die Tränen. Und ich dachte, es würde eigentlich reichen, diesen anderen Ort, durchaus mit Menschenporträts und so, so zusammenzufassen, dass Bilder, Fotos da sind und von mir ein Text zu dem Foto. Das ist immer noch eine sehr schöne Form, die ich gerne gemacht hätte. Und dann, wie war das? Ja, die hatten mir einen Fotografen vorgeschlagen, Uwe Steinberg, einen sehr guten Fotografen. Wir hatten damals überhaupt großartige Fotografen. Die Pressefotografen, die ich von der Wochenpost kannte, auch die von der NBI und natürlich die ganzen Kameraleute des Dokumentarfilmstudios in der DDR, die hatten alle eine Erziehung der Aufrichtigkeit gegenüber dem Sujet, ja? Und der Klarheit, das ist unbeschreiblich. Wir haben ja auch einen riesigen Dokumentarfilmschatz der DDR, die besonders in Betrieben im Alltag eigentlich fotografiert haben. Und was ich gemacht habe, war ja auch Alltagsreportage. Und die schlugen mir Uwe Steinberg vor, den habe ich dann kennengelernt und wir gingen dann durch die Straße auch und da hat er dann schon Fotos gemacht. Und das war so ungeheuerlich. Ich hatte eine Bekannte, die war beim DEFA Spielfilm und die fuhr zu irgendeinem, zu einer Berlinale nach West-Berlin. Und mich interessierten eben Fotos und ich habe ihr gesagt, Erika, kannst du mir nicht eine kleine Kamera mitbringen? Ich habe gesehen, irgendwie bei Touristen oder so hatte ich das gesehen, die hatten so kleine Taschenkameras, die konnte man so in die Tasche stecken. Und ich weiß noch, ich habe ihr 100 Westmark gegeben, die hatte ich gerade irgendwie. Und sie brachte wirklich für 100 Westmark eine Olympus XA mit. Das sind heute Sammlerstücke. Ein Traum von einem Fotoapparaten, eine Kleinbildkamera, die wirklich sehr weitwinklig ganz wunderbar ist. Und ich erzähle das bloß deswegen, weil ich wusste nicht so richtig, wie ich das Uwe sagen soll, dass ich auch ein paar Fotos mache. Ich wollte die eigentlich nur als Notizblätter, ja? Und da kam jemand und sagte, Uwe ist tot.
der war überfahren worden, einfach. Das war ein Autounfall. Aber das verbinde ich immer mit den Fotos in dem Moment, als ich selber auch, ich wollte wirklich ihn gar nicht ersetzen, ein toller Fotograf, ein richtiger Fotograf, ja. Da war der weg. Und ich habe mir auch nicht zugetraut, dieses Buch mit meinen Fotos zu machen, weil die wären nicht so gewesen. Aber ich habe dann immer zu Fotos gemacht. Und ja, dann hatte ich eben nicht nur die vielen Recherchen, sondern auch die vielen Fotos. Und das Buch wurde nichts, ja. Mhm. So war das. Und wurde es nichts, weil es nicht ging mit dem Verlag oder aus politischen Gründen oder weil Sie damals noch keine Form dafür gefunden haben? Nein, gar nicht. Also mit dem Verlag, da habe ich dann gesagt, nee, also wenn Uwe nicht da ist, dann können wir das nicht machen, dann muss ich es irgendwie anders machen. Die haben ja die Recherchen unterstützt. Und es entstand ein Buch mit Daniela Dahn, ich weiß nicht, mit wem die Fotos gemacht hat. Das war eigentlich die Idee von mir, also Foto mit Bild. Das war Prenzlauer Bergtour, dieses Buch. Ja. Das entstand dann. Nein, das war gar kein Zerwürfen. Ich habe ja auch nie was geliefert. Und ja, was? Ich bin dann eben weggegangen. Dann hatte ich schon den Anfang von diesem Buch in Berlin. Ich dachte ja, das wird dieses Buch. Aber das Thema hatte sich völlig verändert. Naja, ja, so war das. Vielleicht hören wir mal den Anfang vom Buch. Ja. Es gibt in jeder Stadt eine Straße, die man von Anfang bis Ende überschauen kann. Hineinsehen, wie in einen Trichter sogar. Denn die gleichmäßig hohen Häuserreihen verengen sich zu ihrem Ende hin, wo eine andere Straße sie abschneidet. Es ist immer unerwartet, im Vorbeifahren meistens, dass der Blick aus dem Fenster einer Straßenbahn oder eines Autos in solch eine Straße fällt und für eine Sekunde in den Sog von etwas gerät, das zu rufen scheint, hier, hier geht's doch lang. Aber schon ist der Betrachter weitergefahren und gleich ist er vergessen, der Winkel, die schräg aufeinander zulaufenden Häuserreihen und das Ziel in der Mitte, das Ende. Es gibt hier ein Ende. Ist es das, was die Erinnerung noch beschäftigt, wenn man längst vorbei ist, an solch einer kurzen Straße, die vollkommen überschaubar ist? Wer zu Fuß unterwegs ist, der spürt den Sog noch deutlicher, in diese kurze Straße einzubiegen, von der er noch vor Minuten nichts wusste, wenn er ein Fremder ist. Warum beschäftigt mich das? Anfang und Ende. Die Dinge müssen zu einem Ende kommen. Ruhig und wie solche Häuserreihen. Sie stehen sich gegenüber, aber je weiter am Ende der Straße sie sich befinden, umso näher rücken sie aneinander heran, bis eine Querstraße es ihnen nicht erlaubt, ihren Lauf fortzusetzen, sondern abschließt für immer. Straßen wie Trichter. Ich kenne mehrere solche. Die eine hieß lange Zeit Wassergasse, die andere hat verlorene Straße geheißen. Auf einer der beiden habe ich mich einmal verlaufen. Es ist lange her. In dieser alten Gegend der Längs- und der Querstraßen, die einander den Weg abschneiden, geriet ich an den Anfang einer schnurgeraden, aber mir zuvor niemals aufgefallenen, einer verborgenen Straße sozusagen. Einer, die nur unter Eingeweihten bekannt war und auch nur von solchen bewohnt wurde. So jedenfalls kam es mir vor und ich zögerte, sie zu betreten. Auch sie, so spürte ich, wollte das nicht. Und wiederum war mir nach einer Weile des stummen Innehaltens, als hätte ich doch die Erlaubnis bekommen. Doch wenn du mich nun schon gefunden hast, dann tritt ein, das schien sie zu sagen. Und das noch, schließe die Tür hinter dir. Das tat ich. Ich ging rein, schloss die Tür hinter mir und blieb drinnen für viele Jahre. Warum wollte ich raus eines Tages? Bin ich gegangen? Bin ich immer noch da? Ins Loch gefallen in dieser Straße? Anfang und Ende. Die Dinge müssen zu einem Ende kommen.
Wir schreiben das Jahr 2015. Wenn dieses Buch jemals fertig werden sollte, wenn es gedruckt und gebunden vor Ihnen, verehrter Leser, tatsächlich auf einem Tisch liegen sollte, woran vorläufig kaum zu denken ist, dann wird Krieg sein, hier wo ich bin. Das fürchte ich. Es könnte sein. Gerade komme ich aus der Wassergasse, die längst wieder anders heißt. Es nutzt nichts, den alten Namen zu nennen. Auch an die verlorene Straße erinnert sich niemand mehr. Wirklich kein Mensch. Ja, nicht mal die arme Sündergasse kennt noch jemand. Und sogar, wenn er mittendrin steht und sucht die Judengasse und die Kirchgasse auch, er wird sie nicht finden. Er wandelt ja in den unterschiedlichsten Zeiten herum mit den falschen Namen. Auch die Häuser verschwinden und wachsen aufs Neue. Ich kann nichts dafür und Sie auch nicht. Es ist die Zeit. Sie ändert sich. Und die Frage war eigentlich immer nur, wie? Wie passt man sich ihren Schwingungen an? Denn am Anfang, wenn es aufwärts geht, lautet die Frage doch jedes Mal, was ist zu tun? Und am Ende, wenn es abwärts geht, immer derselbe Schrei. Was? Was haben wir falsch gemacht? So auch ich. An diesem Tag heute, in der Mittagsstunde und in der Mitte von meiner Stadt Berlin. Wird sie wieder in Trümmern liegen? Wird sie einfach nur leer sein, ganz ohne Menschen? Oder gänzlich verwahrlost? Und alle Treppenschächte zur U-Bahn mit Müll vollgeschüttet, weil da unten ja doch nichts mehr fährt und so weiter, Zerstörung ist schneller gedacht als getan. Aber schnell getan ist sie auch. Und wir wissen doch, wir aus der letzten Runde, wie schnell alle Rollläden runterkrachen vor all den Goldschriften, Glasscheiben, schönen Portalen und wie lange dann Staub darauf fallen kann. War nicht kürzlich erst alles schön aufgebaut? Geradezu märchenhaft. Die kurze Straße mit dem verbreiterten Ende. Warum geht sie mir nicht aus dem Kopf? Ist es das Überschaubare, dieses alles auf einen Blick? Oder ist es die einladende Geste, die so eine dem Betrachter zugewandte Straßenerweiterung darstellt? Oder nicht doch das gekappte Ende, einer Sackgasse ähnlich? Und das heißt auch Falle, gefangen. Ein Bild wie ein Gleichnis. Leicht läuft man hinein. Und schon ist es vorbei. Anfang und Ende in einem Bild. Da stellt sich von selber die Frage, wie ist das alles gekommen? Die Frage der Fragen, für Sie vielleicht auch, lieber Leser, in der Kälte oder der Hitze Ihres Tages dort in der Zukunft. Verzweifeln Sie nicht. Sie haben ein Buch. Für Sie und für mich will ich diese Frage schon heute stellen. Eine kurze Zeit, bevor dieser Zustand eintritt, den wir vielleicht sogar teilen werden demnächst. Ich stelle sie, weil ich es ebenfalls wissen will, wie. Wie kam das? Was war denn der Weg bis hierher? Bis hierher zu mir und bis dorthin zu Ihnen. In aller Vermessenheit, was ist geschehen? Man stolpert natürlich immer sofort über dieses 2015 und wenn Sie das lesen, wird Krieg sein. Ja? Das ist so. Ich habe dann, als ich den Satz gelesen habe, überlegt, was 2015 war, dass da diese Angst war, es könnte 2020 oder wann auch immer, war ja nicht klar, wann es fertig wird, Krieg geben. Und jetzt ist die Katastrophe da und sie ist eine völlig andere als eher Stille, es ist ja auch, als ich das jetzt, es ist ja wirklich, es ist ja ganz unheimlich. Das Buch war fertig und es lag vor mir auf dem Tisch und dann sehe ich das wie zum ersten Mal, da steht, wenn es fertig ist. Und die Buchvorstellung, die wir hatten am 3. März, war eine der letzten Veranstaltungen, die überhaupt stattgefunden. Es war Punkt. Genau so. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, warum der Satz da drin steht. Ich wollte den immer rausstreichen, meine Lektorin kann es bezeugen, und ich wollte mit ihr darüber sprechen, weil ich schreibe sowas nicht. In allen meinen Büchern, Sie werden nicht erleben oder gelesen haben,
dass ich jemand sterben lasse, irgendwas Ekelhaftes oder Schreckliches, irgendwie so. Sowas schreibe ich einfach nicht. Ich will das überhaupt nicht multiplizieren. Das interessiert mich auch nicht. Und ich hatte immer das Gefühl, dieser Satz muss hier stehen. Fragen Sie mich, warum? Ich weiß es nicht. Ich habe das auch zum Beispiel hier den beiden, meine und Eva, ganz früh schon mal vorgelesen, den Anfang. Da hat der Mann gesagt, also Irina, du musst ja so eine Angst haben. Ich habe gesagt, ich habe keine Angst. Und warum schreibst du es dann? Ich weiß nicht, das muss da stehen. Was soll man dazu sagen? Ich habe auch den Satz gefunden, der unsere Gegenwart beschreibt. Satt und gelangweilt sitzen wir da, wir können nichts machen, es ist uns alles verboten. Ja, stimmt. Das war auf den Osten bezogen, aber es war auch so. Und vor allen Dingen kommt ja davor, was mich auch ängstigt, das steht alles drin in dem Buch. Ich begreife das nicht. Hier irgendwo steht das. Hinten, das war am Anfang. Hier. Nein. Ich sage, wir spüren es alle. Es ist da ein Loch und da fließt etwas ab. Ein Loch im Geist, sage ich, so muss es sein. Ein Loch im Geist. Und irgendwo steht hier auch, dass doch plötzlich alles, woran wir gearbeitet haben und unsere ganze Kultur, dass ich spüre, wie die abfließt, wie in der Badewanne, als ob jemand den Stöpsel gezogen hat. Ja? Und da steht noch der Satz, die doch uns, also von der wir glaubten, dass sie in die Zukunft führt und so, ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe das so geschrieben, der Dichter sagt die Wahrheit, kann ich nur sagen. Ich weiß es nicht. Ich will mich hier nicht so erhöhen, aber das ist ja klar. Das Schreiben fällt mir so schwer und ich schreibe so langsam, dass ich wirklich nichts drucken lasse, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehe. Und hier wollte ich ja etwas zusammenfassen, ja. Aber dass das mit dem, ich bin ja vor kurzem, habe ich Ihnen ja gesagt, in die Straße gegangen und da hier steht, ich habe es ja eben gelesen, werden sie leer sein, die Straßen. Und da war diese Straße leer, mir ist richtig schlecht geworden. Ja, weil ich bin auch. Daran dachte, dass ich das geschrieben habe. Wenn das wirklich stimmt, es gibt ja, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, ein ganz bekannter Autor, der hat gesagt, er will überhaupt nicht mehr schreiben. Denn er hat in einem Buch hat er so viele Leute sterben lassen. Und er wusste ja immer, wer gemeint ist. Und dann sind die alle hintereinander gestorben. Wirklich. Also man soll vielleicht überhaupt nichts beschweren. Ich weiß es nicht. Es sollte ja eine Zusammenfassung sein. Des Eindrucks, den ich heute habe und den ich auch damals hatte, wo ich sagte, das ist doch eigentlich eine Kultur, von der wir dachten, dass sie weitergeht. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das alles wie bei so einem Badewannenabfluss in einem Affentempo abfließt. Einfach weg. Und so war es ja auch. Ne? Ich weiß nicht, dass das möglich ist. Ich habe ja hinten auch über die Zeit geschrieben. Ist Ihnen das aufgefallen? Wo ich ihr am liebsten in den Hintern treten will. Ja, über die Zeit, da wollte ich gerne noch kommen, aber ein bisschen später. Ja, klar. Die Frage war für mich so ein bisschen, hätte man das auch jetzt machen können? Und für mich war eigentlich, ich habe sie mir dann selber beantwortet, nein, weil die 80er Jahre schon so eine Zeit waren, wo viele Spuren einfach noch da waren und die alten Frauen lebten noch. Und es war noch so, also die Straße lag wie so ein offenes Buch da, ne? Auch wenn sie von außen grau aussah, aber es waren so viele Zeichen noch überall. Ja, ja. Diese Stadtmöblierung war noch. Ja, 80 ist es vor 50 Jahren gewesen, nicht? Und natürlich, und im Osten war auch nicht so schnell alles zugeschmiert und übertüncht, weil der eben viel ärmer war. Da war alles noch, man konnte alles sehen an den Fassaden, nicht? Hier war der Haken von dem Fleischer und da war eben dann die HO-Fleischerei und so, ja, es war die alles Ringe sichtbar. Für die Pferde. Das war ja das Faszinierende, das haben Sie ja auch erlebt, bestimmt, nicht? Und Sie haben ja dann mit diesen Frauen gesprochen, die da auf der Straße gelebt haben. Und irgendwo, ich glaube, in der stillen Mitte von Berlin schreiben Sie, dass es eigentlich immer diese zufälligen Begegnungen waren, wo ganz viel erzählt wurde, aber nicht die, wenn man sich verabredet hatte.
die Verabredungen gingen oft schief. Ja. Ja, Verabredungen waren ja auch wirklich gerade in dieser Straße unwahrscheinlich schwer. Also ich glaube, dass die Leute, also was heißt die Leute? Ich habe wirklich versucht, mit Menschen zu sprechen, die lange da wohnten und die mussten viel gesehen haben. Und das wollten sie nicht erzählen. Ja? Hm. Das hat der Pfarrer auch gesagt, der Sophienkirche, mit dem habe ich auch öfter gesprochen. Der hat das auch sehr beklagt, auch am Ende, als er da aufgehört hat. Hildebrand oder Pastor? Ja, Hildebrand. Dass er im Grunde seine Arbeit fast als, ja, nicht vergeblich, aber es waren immer dieselben, die was gesehen hatten. Ja? Und das sind immer Menschen, die dazu eine Haltung haben. Nicht? Die also denken, das ist nicht gerecht oder das dürfte doch nicht sein oder sowas. Die merken sich was. Die anderen, vielleicht wissen die wirklich nichts mehr. Das glaube ich nicht so ganz, aber die sind völlig erstarrt und haben dann Angst. Die haben Angst, dass jetzt kommt die, und warum will die das wissen und forscht die für irgendwas anderes. Dann war ja auch immer noch diese Stasi-Furcht oder eben wollen die Juden was wissen. Also ich glaube, dass sehr viele einfach eisern geschwiegen haben und auch anderen gesagt, wenn die kommt, dann sagst du nichts. Mhm. Ja? Davon bin ich auch überzeugt. Und da bin ich auch ziemlich böse auf so ein paar Leute, die mich wirklich dann so ganz scheißfreundlich eingeladen haben, ja, und dann völlig auflaufen ließen, nicht? Also, nee. Meine Erfahrung war, es gab die beste Zeit für Interviews war Anfang der 90er. Da haben die Leute ganz viel erzählt. Ja, das glaube ich. Das hat dann so 95, 96 wieder aufgehört. Mhm. Aber die ersten fünf Jahre nach der Wende war wunderbar. So was, so Erzählungen. Also da habe ich ja gar nicht recherchiert in der Zeit. Also ja, aber da, ja, ich fand auch, also es war sehr viel Unaufrichtigkeit dabei. Ja? Mhm. Die haben dann uns später auch alles auf die DDR geschoben. Man durfte ja nicht und man konnte nicht. Das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Überhaupt nicht wahr. Die haben sich damit also so irgendwie rausgeredet. Ja, ja. Es gibt ja so einen Mittelpunkt im Buch, das ist dieses Café, ne? Mhm. Nummer 17. Das hieß damals, glaube ich, Hellwig, oder? Nee, also zu ihrer Zeit, als sie da war? Nee, als sie recherchiert hat. Hieß es auch nicht mehr Café Hellwig. Das wechselt ja. Also ich habe Kaffee Hellwig, kommt bestimmt mal vor, der Name. Dann hieß es Kaffee Kaiser, dann hieß es Kaffee RZ. Jetzt heißt es You're Welcome. You are welcome. Ja. Veganer also, und vegetarischer Spezialist. Ja, ja. Na, das wechselt. Also, auch wieder die Gegenwart. Frauen, ja, die das übernehmen. Die wollen ja ihr eigenes Kaffee haben und das soll so sein, wie sie möchten. Das ist ja genau richtig. Und es war aber eben immer geöffnet. Es ist über 100 Jahre alt und darum war ich auch erschrocken kürzlich, dass auch das Café geschlossen hat. Alles war tot. Es ist ja das Haus neben dem Haus, was von Christian Boltanski mit einem sehr schönen, finde ich, Denkmal geschmückt ist, ja, das Missing House. Hatten Sie da auch Verbindung? Zu dem? Nein. Ich habe viel früher recherchiert. Die ganzen Namen, die er da angemacht hat, das ist mir klar. Das war eine Frau in dem Haus, die hatte mir auch sehr viel erzählt, dass er mit der gesprochen hat und auch diese Schicksale und so. Aber nein. Das war... Nee, ich kannte ihn nicht. Da geht es ja um das Mittelstück des Hauses. Nicht? Das fehlt. Da ist eine Bombe reingefallen. Die Straße war sonst kaum bombardiert. Hören wir noch was aus dem Buch? Ach so. Ja. Ich lese mal etwas vor von der Recherche, wo das sichtbar wird oder hörbar, wie ich da in die Häuser ging. Also, da stehe ich im Schatten des Torbogens und sauge mich voll mit der unverhofft warmen Luft,
Und das ist an dieser Stelle schon Frühlingsluft, die weht aus dem kleinen Park gegenüber. Dieser Park dort, das war mal der andere Friedhof in dieser Straße, der alte Friedhof der Juden. Eine Blondine kommt angestückelt, das ist Eva, aber die kenne ich noch nicht. Vorläufig ist sie einfach eine entschlossene junge Frau, die offensichtlich hierher gehört, denn sie schließt die kleine Tür zum... Oh Gott, ich muss noch mal... Können Sie was rausschreiben? Nein? Na gut, dann lassen wir es. Also vorläufig ist sie einfach eine entschlossene junge Frau, die offensichtlich hierher gehört, denn sie schließt die kleine Tür zum Büro des Tischlers rechts in der Durchfahrt auf und verschwindet dahinter. Hat sie auch abgeschlossen hinter sich? Es hatte sich beinahe so angehört. In der Durchfahrt gibt es noch eine zweite Tür. Wollen wir das nicht auslassen? Das ist ja wirklich wieder lecker. Wer weiß, wie lange die jetzt da die Straße aussehen, ne? Bitte? Wer weiß, wie lange die jetzt da die Straße aussehen. Ja, ja, also soll ich weiterlesen, ja. Also ich weiß nicht, wie das mit dem Ton jetzt ist für Sie. Ja, es ist weniger laut, wie wir es hören. Die Stimme ist deutlich. Aha. Na gut, ich mache den Abschnitt nochmal. Okay. Eine Blondine kommt angestöckelt, das ist Eva, aber die kenne ich noch nicht. Vorläufig ist sie einfach eine entschlossene junge Frau, die offensichtlich hierher gehört, denn sie schließt die kleine Tür zum Büro des Tischlers rechts in der Durchfahrt auf und verschwindet dahinter. Hat sie auch abgeschlossen hinter sich? Es hatte sich beinahe so angehört. In der Durchfahrt gibt es noch eine zweite Tür. Dahinter führt eine zierliche Treppe zum Obergeschoss. Sie ist elfenbeinfarben lackiert. Ebenso hell lackiert ist auch das Treppengeländer, das im Obergeschoss wie ein kleiner Balkon eine getäfelte Diele begrenzt. Getäfelt und hell lackiert ist auch diese Diele und von ihr gehen vier Türen ab. Wohnt hier jemand? Die Frau, die ich gleich besuchen werde, wohnt hinter einer von diesen vier Türen. Diese Frau weiß alles und sie erwartet mich jetzt. Ja, sie hat schon gewartet und mir einen Sessel ans Fenster gerückt. Übrigens ist diese Frau 80 Jahre alt. Das hat sie selber gesagt. Also doppelt so alt wie ich, denn ich werde in diesem Jahr 40. Das fällt mir ein, wenn ich ein Foto aus meiner Tasche ziehe. Die Fotografie einer Seite aus einem Adressbuch, und zwar dem letzten Adressbuch der Stadt Berlin vom Jahr 1943. Das ist mein Ausweis, meine Beglaubigung für die Behauptung, dass ich forschen will. Aber Sie ja genauso, diese Frau. Ihre Augen leuchten, als sie das Blatt mit den vielen Namen erblickt. Ah, sie hat ihren eigenen Namen gelesen. Ein preußischer Name, kein Adel, aber doch ein alter, besonderer Name. Der Vater als Handwerker noch bei Hof angestellt. Kaisertreu, was denn sonst? Hier war Preußen. Die Familie hatte in der Auguststraße gewohnt, gleich um die Ecke. Dort sind in einer Nacht 41 Mietshäuser in Schutt und Asche gebombt worden. Eines davon war ihr Elternhaus. Es stand dort, wo heute der Sportplatz sich ausdehnt. Wir sitzen hinter einer der vier einst so hell gestrichenen Türen. Ja, von dieser Tür weiß ich nun, wer dahinter wohnt und dass nur ein Zimmer dahinter ist. Ein großes Zimmer mit Blick auf die Straße. Sehr gut ist von hier oben zu überblicken die Parkanlage, also der alte Friedhof der Juden. Den hatte sie also auch noch gekannt, als die uralten Grabsteine alle noch standen, schief und krumm in der Erde versunken. Nein, die sah man ja nicht. Das Altersheim hatte davor gestanden und das war hoch, ziemlich hoch. Drei Etagen, nicht zweigeschossig wie die Nummer 17, in der wir gerade sitzen. Und in der ganzen Breite des Parks gegenüber zog es sich hin, dieses Altersheim. Meine Erzählerin ist wirklich bemüht, sich gut zu erinnern. Sie versteht die Wichtigkeit einer wahren Geschichte und liest für die Nummer 17 jeden einzelnen Namen auf dem Adressbuchauszug laut vor. Ich kenne sie alle. Es sind nur wenige Namen im Jahr 1943. Und schwupp, schiebe ich ihr ein anderes Blatt hin. Das vom Jahr 1937. Da sind es schon mehr, die hier damals gemietet haben. Ein Schneeweiß,
Da grübelt sie lange bei mancher Auskunft, bohrt ihren Blick in die graue Gardine am Fenster, in den Teppichläufer unter unseren Füßen. Wie viel Geld wird sie haben im Monat? Fast nichts wahrscheinlich. Aber ein weißer Kragen ist immer noch drin im Budget. Das ist man sich schuldig als eine Geborene. Keine Namen. Es wird von jetzt an hier keine Namen geben. Keine Namen, keine Namen. Der weiße Kragen ist Name genug für die Frau hier am Fenster. Mit 80 Jahren sitzt sie so gerade wie eine Tänzerin. Alte Tänzerin. Und schlank natürlich, ja. Schlank ist sie auch. Fehlt nur noch das kurze Perlenkettchen um ihren Hals. Irgendwann in den schlechten Zeiten wird sie es eingetauscht haben. Gegen Bohnenkaffee, so vermute ich mal. Denn auf meinem Adressbuchauszug steht für die Nummer 17 im Jahr 1943 eine Firma Adler und Waldbach, Kolonialwaren en gros. Adler und Waldbach ist schon im Jahr 1920 Eigentümer, ja schon 1912 und noch früher wahrscheinlich. Und darum, denke ich, hat man in der Nummer 17 möglicherweise im Kaffeegeruch gelebt. Viele Jahre lang? Mein Gegenüber bestätigt es gerne, denn sie wohnte hier, seit sie geheiratet hatte und ausgezogen war aus der Auguststraße. Zu Kolonialwaren gehört nun mal auch Kaffee. So viele Jahre im Kaffeegeruch, bis wann? Na, bis es keinen Bohnenkaffee mehr gab. Der sei schon im Krieg zuletzt Mangelware gewesen. Das Gebäude der Rösterei stände ja immer noch. Und auch der Stahlträger oben quer über den Hof sei noch da. An diesen Träger habe man früher in dem Hofgebäude links die Kaffeesäcke voll Rohkaffee angehängt und einfach rübergezogen in die Rösterei. Und draußen in der Diele rechts an der Wand, wenn ich mich wundern sollte über das eingebaute Schränkchen, da hängten die Studenten ihre Mützen rein. Denn diese Diele, die hat ja vier Türen, nicht wahr? Und hinter der Tür gegenüber, da hatte eine Studentenverbindung ihren Paukboden. Holsatia, ob's die Holsatia war? Ein ständiges Kommen und Gehen auf jeden Fall von jungen Männern in diesem Hause, als sie ja selber noch jung war. Und dass man die Uhr danach stellen konnte, wenn täglich morgens zur neunten Stunde ein Schrei plötzlich vorn in der Diele, ein Krachen und Lärmen, als ob jemand die Treppe hinunterstürzt. Der Trinker, sagt meine Gastgeberin ungerührt und setzt neu an zu ihrem Satz über die neunte Stunde, wo täglich morgens die Verwalterin von Adler und Waldbach mit frisch gebrühtem Kaffee in Silberkännchen auf einem Tablett die Treppe heraufkam. Fürs Büro sei der Kaffee gewesen, aber nicht alle. Nun lärmt es im Treppenhaus unten, Schmerzensschrei einer Männerstimme. Stutzgeflecht. Die Alte hat das Wort nur so nebenbei ausgespuckt und spricht weiter über vergangene Zeiten mit Silberkännchen auf dem Tablett und Pferden übrigens, vielen Pferden im Stadtbild. Und wie sie mich bedauert, dass ich meine Jugend nun gerade heute verbringen muss. Ich wiederum sehe vorsichtig auf meine Armbanduhr. Es ist Zeit, von hier wegzukommen. Und sie denkt das auch. Setzt in einem winzigen Töpfchen drei Kartoffeln sich auf einem Elektrokocher, der steht auf einem niedrigen Holzregal. Die Katze muss auch noch ihr Futter kriegen. Wie ich nun diese helle Tür hinter mir schließe, und wieder vorn in der Diele stehe, ist da niemand. Alles still. Und jetzt lese ich noch ein Stück aus dem gleichen Haus, aus der Kneipe, abends, wo ich den Tischler treffe. Vorne. Und er musste noch einmal zurück ins Büro. Und apropos Röstmaschinen, darüber hatten wir vorher gesprochen, gehen wir einen Kaffee trinken? Es ist also ein Monat April im Jahr 1983, als ich zum ersten Mal am Stammtisch sitze. Von da an erst wurde das auch mein Kaffee, unser Kaffee. Von da an erst heißt der Tischler Manfred für mich, ist der knubbelige, lustige Manne, dem die Haare zerwühlt auf dem Kopf stehen, weil er sich in den Haaren wühlt, wenn er angestrengt nachdenkt. In Zeiten, da Holz Mangelware ist Manneshaar täglich zerwühlt, denn
Er will ja der rettende Engel sein, das Goldstück der Gegend, Manne der Klügsten einer. So soll ich ihn kennenlernen an diesem Abend. Er freut sich, er will sich nicht lumpen lassen von mir. So eine intelligente Frau. An diesem ersten Abend reden wir kurz darüber, dass das bedrückend ist, hier gegenüber von diesem Altersheim zu sitzen, von wo so viele Menschen doch in den Tod fuhren. Da reden wir drüber und später nie mehr. Wir haben es gesagt und wir wissen es auch und wir wissen, dass alle es wissen. Viel lieber erzählen wir uns etwas, was keiner wusste bisher oder nur wenige, so wie das mit den Röstmaschinen oder was einer weiß, der mit dem Rücken zu uns vorn am Tresen steht und von Manne Bernhard gerufen wird. Bernhard, komm doch mal her. Denn der Bernhard wohnt in der Oranienburger, was ja interessant für mich sein müsste, für mein Buch. Sein Vater sei früher Fleischermeister gewesen, aber angestellt als, es fällt Manne nicht ein. Und Bernhard ist vertieft in ein Gespräch mit seinem Nebenmann. Der dreht sich erst um, als Manne ihn grob in den Rücken piekt mit dem Zeigefinger. Was war dein Vater bei Koschwitz? Klotzgeselle. Ja, jetzt weiß Manne es wieder. Klotzgesellen habe es gegeben und Ladenmeister. Stimmt's, Bernhard? 6 Klotzgesellen, 6 Ladenmeister, tönt es vom Tresen. Dann aber nichts weiter. Nur Manne erklärt allen am Tisch jetzt die Firma Koschwitz, berühmteste Wurstfabrik von Berlin, Fertigung in 4 Etagen, Parterre 2 Läden. Links Feinkost, also Fasane, Kaviar und so weiter, und rechts die Wurst. Es sollen 2 Brüder gewesen sein. Der eine fuhr rote Lieferwagen, der andere grüne. Und demnächst wird er mir mal die Rohrleitung im ersten Durchgang zum Hof zeigen in der Oranienburger, gleich um die Ecke. Die Rohrleitung sei direkt aus der Decke gekommen, gerade runter, also an der Wand lang vom ersten Stock, wo oben die Kessel standen. Direkt darunter hätte man sich Wurstbrühe abfüllen können für ein paar Pfennige. Es soll immer eine Schlange von Hausfrauen davor angestanden haben und Kindern auch. Alle mit Milchkannen. Nach der Brühe standen die an. Der Bernhard am Tresen, der wüsste mehr. Der könnte auch sagen, wie das Lied ging, das die Fleischer von Koschwitz immer gesungen hätten, wenn sie auf dem Hof gearbeitet haben. Die Würstchen von Koschwitz und ein Stückchen vom Schwein, die... Na, Bernie, nun hilf mir doch mal. Aber Bernhard wendet sich nicht mehr um. Dafür kommt Otti, Mannes großer Sohn, und setzt sich zu uns. Der macht gerade seinen Meisterlehrgang. Mannes Frau will auch noch vorbeikommen, aber es ist die geschiedene Frau und an dieser Stelle macht er eine Pause und sieht mich neugierig an. Ja, ich bin auch geschieden. Na sowas, beinahe hätte der Tischler sich das gedacht. Und ich beim Lesen muss staunen. Ja wirklich, warum sind wir denn alle geschieden? Alle geschieden, na sowas. Otti aber, der Sohn, bestellt sich ein Bier, wartet hier auf seine Freundin und wird nervös, denn die kommt nicht, während Mann und ich immer noch so tun, als ob wir darauf warten, dass der Koschwitz Bernhard etwas Zeit hat für uns. Hat er nicht. Ist dann auch plötzlich verschwunden. Wir können ihn nicht mehr erkennen, denn es wird einfach zu voll hier drin. Jeder von uns hat inzwischen seine 3 Schnäpse getrunken, die Manne bestellt hat. Ich bin eingeladen und frage ihn, ob er sich vorstellen kann, dass sich alles hier ändert. Alles. Weil die Sowjets, also in Moskau, die nicht mehr so weitermachen. Als hätte mir vorhin gerade einer erzählt. Nee, ruft Manne jetzt laut. Und sein Sohn tut es auch. Nee, was kennen Sie denn für Leute? Da sind wir immer noch beim Sie. Schließlich, er sagt das nicht einfach dahin, der Tischler. Er war doch einmal und nun will er flüstern am liebsten. Aber der Sohn weiß schon, was kommen soll und ruft über den Tisch. Eine ganz rote Socke war der. Und der Vater nickt. Rote Socke, ja, bin ich gewesen. Bis er eben auf Montage geschickt wurde von seinem Betrieb, wo er Brigadier war, ja klar doch. Auch sowas ist er gewesen, auch sowas. In einem Großbetrieb Brigadier. Und als Brigadier eben mehrmals auf Montage geschickt in einen Bruderbetrieb in die Sowjetunion. Rostow am Don, ruft er. Rostow am Don. Eine Auszeichnung. Eine Delegierung seien solche Aufträge damals gewesen. Und helfen sollten sie dem Betrieb dort, die deutschen Freunde. Und da hätte er Sachen erlebt, Sachen. Hahaha, ja. Was denn? Ja, was denn? Ja, wenn Sie so fragen. Aber da bemerkt ein langer Blonder an unserem Tisch, der Heini genannt wird,
dass es der Chirurg vom Krankenhaus Hedwig ist, der mit dem Bernhard spricht und schlägt eine Hand vors Gesicht. Magere Hand. Der ganze Mann ist mager, aber gut angezogen. Am besten von allen, in Anzug und Schlips. Jetzt fragt Manne die Serviererin Karin, die gerade mit Bier vorbeikommt, ob etwas los sei mit Bernhard, und erfährt von Rippenbruch, Schulter und Schmerzen, denn Bernhard sei doch vom Hänger gerollt vorige Woche beim Ausladen von irgendwas für den Gemüsemann. Niemand am Stammtisch hat es mitgekriegt, diesen Unfall. Und Manne macht Bemerkungen über die ungelernten Leute, die hier so rumlaufen, kann nur den Kopf schütteln über sowas. Dass alles sich ändern soll, hat er vergessen. Mich aber nicht. So eine intelligente Frau. Vor mir will er noch glänzen mit der Frage nach einem Max von Baden, was ich von dem halte. Nein, nie gehört diesen Namen. Ja, das hat er sich schon gedacht. Aber genau darüber wäre zu reden. Nur jetzt nicht. Jetzt muss er nach Hause und ich muss das auch nach Hause gehen. Denn wir wohnen hier beide nicht. Eigenartig. Und der Tischler, der auch für mich von jetzt an Manne heißt, rauscht ein zweites Mal ab in die stille Oranienburger hinein. Eine Richtung, in die ich ihm folge. Hatte der nicht zu viel getrunken, um Auto zu fahren? Weg ist er. Der braucht doch sein Auto noch. Draußen die Nacht ist viel heller als vorhin. Vorhin vor der Nummer 17. Die leeren Ecken der großen Hamburger Straße links und rechts zur Oranienburger sind deutlich zu sehen. Die huckligen Flächen aus Schotter und Pfützen. Linksrum sind es nur ein paar Schritte bis zur Nummer 4, wo auf dem Hof die Fleischer von Koschwitz früher gesungen haben. Die Würstchen von Koschwitz und ein Stückchen vom Schwein. Und weiter? Schade. Es wird mir keiner mehr sagen, was die Klotzgesellen gesungen haben, wenn sie unter freiem Himmel das Fleisch hackten. Keiner. Aber 3 Seiten weiter in meinen Aufzeichnungen, da steht es geschrieben. Da hatte ich es ja selber getippt. Die Würstchen von Koschwitz und ein Stückchen vom Schwein, die sind mir viel lieber als ein Mädchen vom Rhein. Und dann steht da noch Kochwurst von Koschwitz. Ich will den Fechtsaal noch einmal sehen. An der Stelle sieht man ja ziemlich gut, wie diese Recherchen sich zusammengesetzt haben. Ja? Also einmal das, was die Leute erzählt haben, dann was in den Akten steht, mhm, und dann eben einfach diese Adressbücher. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es immer so, wenn ich in eine neue Wohnung ziehe, gucke ich erstmal im Adressbuch nach, wer ja das schon gewohnt hat. Um Gottes willen, mache ich nicht. Nein. Ich habe genug von den Adressbüchern aus der großen Hamburger, ja. Also von manchen Häusern, die mich interessieren, sagen wir mal hier drüben das Haus, also da gucke ich dann mal in verschiedenen Zeiten, wem sie gehört haben und so, dass man sich das mal so herstellen kann. Aber von denen, wo ich selber wohne, nein, nein, nein. Dann kommen die noch nachts an, nee. Das will ich nicht, die Geister. Heute ist es ja einfach, heute kann man es ja im Internet angucken, man muss nicht mehr so lange sich anmelden, so wie früher. Ja, das war alles mühsam, ja. Also das wirklich. Recherchieren war ziemlich mühsam. Mhm. An einer Stelle in der stillen Mitte von Berlin schreiben Sie von einem Abgrund an Interessantheit dieser Gegend, ja? Ja. Dass man, wenn man anfängt zu recherchieren, plötzlich diesen Abgrund erlebt, ja, und den... In diesem Buch schreiben Sie von dem leeren Fleck, von dem schwarzen Fleck in der Berliner Landschaft. Naja, das sind ja ein bisschen verschiedene Sachen. Also mit dem leeren Fleck ist das ja das jüdische Altersheim und diese Auslöschung. Knobloch hat ja auch darüber oft geschrieben, nicht? Misstraut den Grünanlagen, da war früher was und so. Ein Abgrund an Interessantheit, dem geht ja voraus in irgendeinem meiner Texte, dass ich eine ganze Weile, ich war ja fasziniert davon, was ich alles höre und was mir Leute erzählen, was ich nachlesen kann, was alles diesen Ort betraf und interessant, das ist interessant, bis ich feststelle, ich glaube, das ist in dem Buch in Berlin, wie schauerlich das ist, dass ich sozusagen erzogen bin dazu, auch die grässlichsten Sachen interessant zu finden. Betrifft ja heute auch die Medien, nicht? Hm. Also alles, wir schlucken ja alles weg, ist ja interessant. Dann können wir das noch aufnehmen und das. Es ist interessant, das ist ja schon
völlig amoralisch. Und da schreibe ich ja auch, interessant, so ist das also. Interessant ist ja besser als schön. Ja? Schön ist das nämlich überhaupt nicht. Grauenhaft, was man teilweise erfährt, aber es ist ja so interessant. Ich finde es wirklich schauerlich. Und darum kommt das zustande, dass ich gesagt habe, ein regelrechter Abgrund an Interessantheit in dieser Straße. Ja? Und ich finde es nach wie vor verwerflich. Ich sehe auch überhaupt nicht mehr ein, was alles berichtenswert und interessant sein soll. Also entweder man kann sich dazu verhalten, irgendwas tun, oder dann soll man es lassen, aber nicht noch breitquatschen, in der ganzen Welt verteilen. Ja? Das belastet bloß die Menschen, die sich das anhören. Das hat ja Heiner Müller am Ende seines Lebens auch gesagt. Er hat ja auch immer unwahrscheinlich rumgeprotzt mit den Blöcken voll Geschichte und noch schlimmer und noch schlimmer. Und irgendwann hat er gesagt, dass ihm ganz schauerlich wird, wenn er überlegt, wie viel er selber zur Verhärtung der Verhältnisse beigetragen hat, ja? Mit diesem Blick. Das ist nicht interessant. Das ist wirklich widerlich und ekelhaft. Das ist nach wie vor meine Meinung, ja? Aber auch unsere Kinder, alles, sie werden erzogen dazu, guck hin, das ist interessant. Also ich lehne das ab. Ja, ist immer die Frage, was daraus folgt, ja. Also ob man daraus eine Erkenntnis zieht, um etwas anders zu machen. Nein, warum man überhaupt diese Nackigkeit hat, überall hinzugucken, noch die Kamera raufzuhalten. Das ist doch völlig unmoralisch. Also da bin ich vielleicht ganz alleine, aber ich finde, das geht nicht. Und das dann auch noch zu verbreiten und auch immer noch für Geld, nicht? Also an keiner Seite ist das irgendwie gut. Da kann auch gar nichts Gutes rauskommen. Niemals. Das glaube ich nicht. Und heute ist ja wirklich das Schöne, davon bin ich überzeugt, das Schöne ist subversiv. Die Harmonie. Ja? Da springen ja auch alle drauf und sagen, das ist ja ganz kitschig und ist das denn so? Und nein, nein. Daran sieht man es. Ich würde ganz gerne auf die Zeit kommen, also die in dem Buch ja eine große Rolle spielt. Ja. Ich bin neulich gefragt worden nach den Perspektivwechseln im Buch und für mich sind die Perspektivwechsel ja nicht durch Personen, sondern das sind ja Perspektivwechsel, die die Zeit betreffen und die Zeit verschwimmt auch oft. Also es gibt ja dieses wunderbare Kapitel, wo die Erzählerin auf den Hof geht und dann ist da plötzlich ein riesiger Garten und dann geht sie weiter und weiter und weiter und dann kommt das Schloss, und das ist das Schloss Monbijou, aber das gibt es ja nicht mehr. Also sie ist aus der Gegenwart der 80er Jahre heraus über den Hof gegangen und ist in einer völlig anderen Zeit. Und ich weiß nicht, kennen Sie, im Netz gibt es so eine wunderbare Seite, die heißt Histomap. Ja. Das haben Kartografinnen und Kartografen gemacht und die haben die Berliner Stadtpläne übereinander gelegt. Ach ja? Und man hat, wenn man das aufmacht, und dann kann man eine Straße suchen, dann hat man die Straße in der Gegenwart und dann gibt es so Layer und dann kann man quasi alle Karten, die es noch gibt, im gleichen Maßstab anklicken und dann hat man plötzlich eine andere Zeit. Ja, und ich finde, ich habe die Karten, jedenfalls sehr viele. Ja. Und dann kann man einfach, jetzt kann man quasi mit zwei Klicks, kann man 1862 sein oder so. Ich kenne das nicht, aber das habe ich auch dieses Kapitel mit diesen Karten gemacht natürlich. Ne? Ja. Und ein bisschen so funktioniert das Buch auch, ne? Dass diese verschiedenen Zeitebenen, die plötzlich aber so von einem Satz zum anderen plötzlich wechseln. Und das ist aber eigentlich immer Gegenwart. Das ist ja auch immer im Präsens geschrieben. Ich erzähle in der Gegenwart, dass ich die alten Aufzeichnungen mir angucke. Und dazu habe ich Fragen oder plötzlich bin ich auch drin, nicht? Und ich schreibe ja auch gleich am Anfang genau, was Sie sagen. Er ist ja mit den verschiedenen Namen in verschiedenen Zeiten, obwohl er vielleicht in der gleichen Straße steht. Ja? Mhm. Manche Straßen haben ja ihren Namen unwahrscheinlich oft gewechselt. Ja? Die Auguststraße, ja. Ja, ja. War das von vornherein so geplant, dass diese Zeit so eine große Rolle spielen wird in dem Buch? Weil die Frage ist ja, wenn man jetzt oft schon über eine Straße geschrieben hat, ist ja die Frage, warum macht man es nochmal? Ne? Ja, ja. Naja, ich finde, es war mir nicht gelungen, zusammenfassend diesen Eindruck
für immer herzustellen, den die Straße mir machte. Dieses Geheimnisvolle und Vollgepackte mit Geschichte. In den anderen ist es ja teilweise nur, ja. Und darum habe ich es nochmal gemacht. Und mit der Zeit, nein, das hat sich dann so ergeben. Für mich war eigentlich dieser Satz wichtig, auf den ich plötzlich kam, ganz am Anfang, so eine kurze Straße und an jedem Ende ein Friedhof. Und alle vier Ecken sind leer. Also das ist die Zahl. Ja? Die Zahlen haben plötzlich mir geholfen, eine Struktur zu finden. Und die waren ja bis zum Ende so hilfreich. Ich war fassungslos. Ich bin unendlich dankbar. Mit der Zahlenmystik bin ich durchgekommen bis zum Schluss. Ja, wirklich. Ja, nicht? Und sogar am Ende, wo dann Manne, wo ich sage, wie ist das denn? Die 41, ja, das letzte Haus ist die 41. Und das ist, wo die Barack es stand, weil ich sage ja, es hätte auf jeder Ecke eine 1 stehen können. Dann entdecke ich ja auch, dass tatsächlich die 1 auch mal auf zwei Ecken gestanden hatte. Und die 1 ist ja zahlenmystisch der Anfang. Und aus der 1 oder dem ersten Augenblick und so, daher ist das ja diese Vorstellung, im ersten Augenblick wäre auch alles enthalten. Also Augenblick der Geburt oder so ist sozusagen die Aufgabe, die man mitbringt auf die Welt und so weiter, ist enthalten. Und man muss es nur lesen können. Ja? Darum komme ich ja in dem Buch mehrfach auf die 1 zurück, das hätte doch die 1 sein können. Ich hatte zum Beispiel schöne Abschnitte, die habe ich dann rausgenommen. Wenn nun dieses Eckhaus, das fehlte, zur Oranienburger mit dem großen Spielwarenhaus, ja, also ein Spielwarenhaus, das größte der Welt mit diesem wunderschönen Spielzeug, das es ja früher gab, also etagenweise, und das beschreibe ich ja, die Pferdchen und die Kugeln und die Eisenbahn und so weiter. Wenn das nun die 1 gewesen wäre, da wäre vielleicht das ganze Schicksal der Straße anders gewesen, wenn von dort alles anfängt. Ja? War es aber nicht. Es war uns zerstört. Und das ist schon alles unheimlich. Nicht? Und am Ende, da sah, und die 1, und uns fehlt etwas Neues in der Straße. Und als die sagen, die beiden, in der Baracke, wo auch eine 1 hätte sein können, die Nummer 41, was war das eigentlich, diese Baracke? Die sehe ich ja erst ganz am Schluss. Das ist ja auch so eigenartig. Das Neue aus der Zeit, in der wir gelebt haben, das haben wir wirklich nicht für voll genommen. Ja? Und ich sehe das zum Schluss und weiß gar nicht, weil ich nie gefragt habe, als ich dort war, was da drin war. Und jetzt, in der Gegenwart, treffe ich mich wieder mit den beiden vom Stammtisch und frage, was da war. Und die sagen mir, da war die kommunale Wohnungsverwaltung, also die Verwaltung der Häuser, die ja alle der Stadt gehörten und der Wohnungen. Und da holte man sich ja anscheinend ab, was weiß ich, für eine Klempnerreparatur. Und diese billigen Mieten, die wurden ja dort verwaltet. Und man konnte eben auch so. Und da sage ich, es stand also auf der vierten Ecke der Straße, die auch einmal eine 1 hätte werden können, nicht nur irgendwas Neues, etwas aus unserer Zeit, wo ich immer klage, da ist nichts, sondern etwas, das vorzeugend Neues gebar. Denn wer die Baracke mit einer Wohnungseinweisung verließ, der hatte ein Heim für die Ewigkeit, den Quadratmeter zu einer Mark, ohne Mieterhöhung, für alle Zeiten. Das sollte der neue Anfang ja sein, so war er gemeint. Hat so auch begonnen, es passt also mit den Zahlen, sage ich ja. Und Mann, Irina, sagt meine Damen, ist der Staat doch zusammengebrochen. Und das weiß ich ja selber, ich weiß es doch auch, aber zahlenmystisch gesehen, zahlenmystisch, und er sagt, nee, zahlenmystisch, da wäre auch nichts, überhaupt ja nichts. Denn auch nach deiner, Verzeihung, bescheuerten Rechnung bleibt die 41 nun einmal das letzte Haus von der Straße, das letzte und nicht das erste. Den ganzen Sinn, den ich da dran hänge, für alles, was daraus folgt, wenn es die 1 mal gewesen wäre, haha, den könnte ich mir sparen, denn es sei das letzte Haus gewesen, das letzte. Und bleibe das Letzte von allen, wer auch als Letztes rangekommen in der ganzen Geschichte mit seiner neuen Bedeutung. War doch so. Das ist Irina nun wieder, ja.
Es war so. Es ging vollständig auf. Ich war begeistert. Das wusste ich gar nicht. Ja? Also wirklich nicht. Ja. Gibt es etwas, was Sie heute bedauern, dass Sie es in den 80er Jahren nicht rausbekommen haben oder nicht nachgefragt haben? In der Straße? Mhm. Ja, mit dem Schneeweiß, mit dem Schneider. Ich weiß bis heute nicht, wo der seine Werkstatt hatte. Ob der da war, wo dann später eben der Tischler vorhin das Büro hatte, wo der war. Das habe ich jetzt auch beim Schreiben, dachte ich immer, mein Gott, warum habe ich da nicht genauer gefragt? Mhm. Das weiß natürlich jetzt wirklich niemand mehr. Im Buch spielen ja Eva und Manne eine große Rolle. Die beiden tauchen ja wieder auf und Sie haben auch vorhin erzählt, dass Sie mit denen, also denen was vorgelesen haben. Mhm. Haben die noch was mit der Straße zu tun? Eva war ja wieder zurückgekehrt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Die wohnte wieder da. Also Umweg über den Westen sozusagen? Ja, ja. Und nein, das ist ja interessant. An einer Stelle kommt es ja vor, die wohnen ja alle im Neubau der DDR. Ich übrigens auch. Komischerweise. Ja, komischerweise. Wir treffen uns dort im Café, nach wie vor. Und jetzt ist es geschlossen. Ja. Sie beschreiben auch in den 80er Jahren, dass Sie quasi immer da nicht wohnten und nachts zurück mussten. Und abends, ja. Ich habe das jetzt auf die Nacht so ein bisschen reduziert. Und immer die Straßenbahn genommen haben. Und das ist ja so eine Verbindungsbahn auch zwischen zwei Leben. Ja? Also zwischen dem Leben in der Straße zwei Existenzen, und dem privaten Leben, was in Pankow stattfindet in der Zeit. Und diese Bahn verbindet aber auch die Zeiten. Ja, ja, ich finde auch, in dem Buch habe ich es dann auch so gemacht. Ich wusste nicht, wo mich das hinführt. Ich habe damit angefangen, dann dachte ich, das wäre ja wirklich ein schönes Strukturelement. Das hat mir gefallen und das hat mich auch wirklich weitergebracht. Ja. Ich höre mal da noch ein. Ach so, ein Stück. Ja, das sind also mehrere Fahrten, die sind auch immer verschieden. Und ich komme mehrmals bei mir zu Hause an, dann aber auch nicht. Und das ist auch das Gute und das war dann für mich auch die Möglichkeit, zu diesem jüdischen Altersheim plötzlich nochmal zurückzukommen. Also ich gehe mal zum Hackischen Markt und der heißt ja Marx-Engels-Platz damals, die Haltestelle, und warte auf die Straßenbahn, wenn ich aus dem Café komme. Die gelbe Raupe mit dem kleinen Gesicht einer Dienerin, da kommt sie herangeschoben. Leuchtend und quietschend in ihren Schienen, hält auch brav in der Nacht vor dem Durchgang unter dem S-Bahnhof mit dem Namen Marx-Engels-Platz. Die Türen öffnen sich nicht von alleine, nein, an einem Griff schiebt man sie auf, steigt dann hoch und sie wartet so lange, fährt weiter. Eine Fahrt kostet 20 Pfennige. Egal wie weit und wie lange man fährt, 20 Pfennige. Die wirft man in eine Art Kaffeemühle, wo das Geldstück noch sichtbar bleibt unter Glas, bevor man es selber durch Abreißen eines Stückchens Papier von einer Banderole weiterschiebt. Ein Stück weiter heran an ein Loch in der Geldkiste, in der Kassette, die sich darunter befindet. Das ist Handbetrieb. Einfach und billig. Zu billig. Darum bezahlen viele auch nicht. Es imponiert nicht, die einfache Art zu bezahlen. Und wird ja auch nie kontrolliert, fast nie. Denn schließlich, wir wissen es alle, auf der anderen Seite der Stadt, in dem Westen, dem Sagenhaften, da weiß man gar nicht mehr, was eine Straßenbahn ist. Da fährt man im Auto oder unter der Erde. Ein Flitzen, ein Rasen ist das da drüben. Und wenn man an Automaten bezahlt, dann glänzen die. Dann sind es größere Kästen, in denen was abläuft, was ganz kompliziert ist. Das kostet dann was. Und das hat dann auch Wert und wird streng kontrolliert. Ja, so wird's gemacht auf der Welt. Nicht so wie bei uns, diese Klapperkisten. Nichts wert hier im Osten. Nichts wert. Es ist alles nichts wert. Diese Bezahlkiste mit dem Griff dran, das ist übrigens eine Erfindung von Lehrlingen, die jährlich auf einer Messe der Meister von morgen ihre Vorschläge machen können für eine Verbesserung von irgendwas.
Und wenn es gefällt, wird es auch hergestellt. Es wird in die Produktion übernommen. Die kleine Kiste muss man als Auszeichnung sehen für ganz junge Leute. Das weiß aber niemand, fast niemand. Wir kennen sie nicht. Es sind Unbekannte. Sieh die Häuserwände so abgeschrammt, bröcklig, so alt. Seit dem Krieg stehen sie unberührt da, seit dem Krieg. Auch sie trüben das Licht uns ein, auch sie. Ein Labyrinth aus schmuddligen Wänden ist das, wo die Bahn uns hindurchzockelt, erst links herum in die Rosenthaler Straße hinein, dann geradeaus über den Rosenthaler Platz und den Weinberg hoch in die schiefe und krumme Kastanienallee. Es quietschen die Räder in ihren Schienen, es klappern die Türen, es klingelt die Glocke beim Anfahren, ja, es ist Mitternacht in der Straßenbahn, Mitternacht, doch allein bin ich nicht. Es sitzen zwei junge Mädchen noch drin in der Wackelkiste, rauchen und reden, wollen tanzen fahren, Café Nord, und da sind wir auch gleich, na also, Schönhauser Allee. Wir haben hier nur die Schönhauser Allee für ein Großstadtgefühl. Aber was für eines, du meine Güte, was für ein Ghetto. Da ist es wieder, das böse Wort. Und ein anderes Wort, weggeworfen. Wir haben es weggeworfen. Die Bahnen auch, weggeworfen, na klar. Aber wie ist das gegangen? Sie waren ja gerade erneuert worden. Denn zuletzt fuhren wir in den Tatra-Bahnen mit Schalensitzen und riesigem Tempo. Wo sind die geblieben? Zerquetscht wahrscheinlich und ordentlich turmhoch gestapelt. Ganz ordentlich. Na, so ordentlich müssen das aber sehr hohe Türme geworden sein. Ordentlich plattgequetscht, wie man es mit den Autos tut. In die Quetsche kommt so ein Auto. Gestern ein Liebling der ganzen Familie, heute die rostige Flunder in einem Stapel, Stapel von Flundern, von geflunderten Glücksmomenten. Ja, stimmt, Glücksmomente. Tatsächlich habe ich mich einmal verliebt in der Straßenbahn, in der Nummer 46. Sie fuhr ja so langsam und quietschte dabei und man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. Das war nicht jedes Mal so. Aber diese nun gerade an diesem Abend, die war dermaßen ungeölt, dass man sein eigenes Wort nicht verstand. Und da standen wir, er und ich, und konnten uns wirklich nur ansehen, anblicken und dazu lächeln und so immer weiter. Ja, so etwas hat es gegeben. Und jetzt muss ich aussteigen, jetzt bin ich da. Pankow. Da war ich zu Hause. Na und? Muss ich jetzt raus? Na mach schon ein paar Schritte, es sind nur ein paar Schritte. Und schon stehst du vor einem Haus, ein Berliner Mietshaus, so groß und so schön. Aber reingehen will ich nicht, das gehört nicht zum Thema. Diese Fahrt jetzt, na gut. Und die Gegend, okay, aber rein durch die Haustür, das wollte ich nicht. Und die fasse ich nicht an. Doch da öffnet sie sich, ganz von selbst. Sie wird geöffnet, ein Kind kommt heraus, ein Mädchen in einem Wollmantel, rot und bunt, bunt kariert, auf den Schultern ein Ranzen. Ja, ist denn schon morgen? In der Hand hält das Kind einen Stoffbeutel. Na Gott sei Dank, an die Tonsachen ist gedacht. Die muss ich dir nicht hinterherbringen, meine Liebe, meine Kleine. So süß mit den Zöpfchen und Pony dazu. Sie sieht mich nicht, sieht mich nicht, dreht mir den Rücken zu, läuft die Straße lang in dem Mäntelchen, kurz, immer geradeaus. So ernst und so gerade entfernt sich die kleine Figur. Oh, das tut mir jetzt weh. Und das geht keinen was an. Diese Haustür bleibt zu. Hier geht es nur um die Hamburger Straße. Die große Hamburger Straße, um die alten Tagebuchseiten. Das ist meine Arbeit. Da sind wir jetzt wieder. Und es ist ein Morgen. Dankeschön. Ist jetzt alles gesagt über die große Hamburger Straße für Sie? Wie meinen Sie es mit dem Buch? Oder gibt es jetzt noch ein Buch? Nein, nein, also mehr mache ich nicht. Das ist mein Abschluss für das Thema. Es gibt ja mal die wunderbare Geschichte von in den Märkischen Forschungen von Günter de Bruijn, dieser Lehrer, der unbedingt noch das letzte Stück finden will und daran verrückt wird. Ja, und so ist es ja mal die Frage, wie schafft man das mit Recherchen oder mit Schreiben über einen Ort aufzuhören. Ja. Klar. Ja, ja. Naja, es hat sich ja auch wahnsinnig viel verändert, nicht? Also es,
weiß nicht, ob da noch Menschen wohnen. Das Kaffee ist auch ganz anders, die Leute. Es hat sich wirklich sehr viel verändert. Aber weil Sie sagen, dass Eva wieder zurückgezogen ist, ist ja doch... Nein, die wohnt ja jetzt am Stadtrand im Neubau. Achso, jetzt ist sie weg. Sie war zurückgezogen in der Zeit, in der ich das hier beschreibe. Am Anfang ist hier so eine Szene, wo sie... Denn als wir da saßen, also gestern noch bot sie mir in aller Ruhe eine selbstgebackene Tortenschnitte an und wütete gegen das Gehen, das Weggehen. Kurz danach aber ebenfalls auf dem kleinen Balkon, da ist es also Ecke Oranienburger, aber ohne Torte und frischen Kaffee hat sie gesagt, dass sie ausziehen wird, dass sie also schon wieder gehen wird, weggehen. Und ich brach in Tränen aus und jetzt ist sie bereits ausgezogen. Der Balkon, 3 Etagen hoch über der Ecke der großen Hamburger Straße zur Oranienburger, ist leer. Kein Blümchen mehr drauf und kein Lichtlein im Sturm. Weg ist die Eva, verweht und vorbei. Ja. Ja, das ist alles wahr. Sie hat da gewohnt und wollte dann weg. Das war ihr einfach zu viel. Das wurde so touristisch, Tag und Nacht, gerade diese Ecke, dass es wirklich belastend war, nicht? Gut, dann machen wir einen Punkt. Ja, ja. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen konnten und dass Sie gelesen haben. Dankeschön für die Fragen, ja.